We're about to do our second lecture of the day in this hall. It's called Transhuman Expression. And it deals with interdisciplinary research in painting and robotics. It's at first guided by a professor who's not here currently, Oliver Doschen. Right? Yes, Doschen. And here next to me, I have the PhD candidate, Marvin Gildzoff. Yes, and the artist, the one who's working with these robots, Layat Krailer. Yes? Okay, they will discuss both the technical challenges that go along and the innovation aspects that go along in the development of an E. David robot. I understood the robot is there since quite some years yet, but it's always in development. And what I see then somewhere in the future is probably that we can imagine the old-fashioned serious painters of like a Rubens or Rembrandt or Van Dyck, who had ateliers with, filled up with assistants who were very skilled in certain specific aspects. But imagine then someone like Andy Warhol and his factory or so, that would be working in a robotized world. And I think these people are going to show us or demonstrate us the challenges that are in there. Because next to that kind of understanding of working with robots as assistants, we have to look as well at the social and artistic practice that this way of working actually offers us. They do not go on strike, I presume. They take sometimes a break. Und an dieser Stelle willkommen zu unserer Übersetzung des Vortrages zu transhumanem Ausdruck oder transhumaner Expression von Liat Krailer und Marvin Gildzoff. Yeah, it's still masculine. Okay, guys, are you ready for this? Then I would say, light the fuse and put it in play. Let's go. Robot is recording every brushstroke it has done. Weil der Roboter jeden Pinselstrich aufzeichnet, können wir diese Pinselstriche wiederholen und auf unterschiedliche Variationen weiterverwenden. Und das führt dazu, dass der Betrachter es unterbewusst wahrnehmen kann. I think that could be a very, very interesting effect to play with. Und das könnte ein sehr interessanter Effekt sein, mit dem man spielen kann. I can try to play around with a completely abstract painting. Ich kann mit einer abstrakten Malerei spielen oder mit einer bildlichen Malerei spielen. Und in beiden habe ich gleich viele Pinselstriche, aber auf eine andere Weise abgespielt. Der Ort ist ein bisschen anders. Die Lage der Pinselstriche, also welcher oben, welcher unten ist, ist unterschiedlich. Und wir spielen hier mit dem Konzept der Entropie in der Malerei, weil die jedes Mal, wenn ich eine Variation mache, dann möchte ich das Niveau des Chaos erhöhen, aber die Malerei als oder das Bild als System muss weiterhin irgendeine Logik haben. Und diese Logik ist sehr schwierig zu kontrollieren, aber ein Computer kann helfen, sie zu erschaffen. Diese Malmaschine E-David haben wir vor fast 7 Jahren gebaut. Ich habe mehr als 20 Jahre in der Computergrafik gearbeitet und insbesondere im nicht fotorealistischen Rendering.
wo wir Bilder erzeugen, die so aussehen, als wären sie von einem Künstler, einer Künstlerin erschaffen. Und irgendwann hatte ich die Idee, nicht nur Computerbilder herzustellen, sondern zu zeichnen. Also eine Maschine zu bauen, die das nachstellt, was ein Künstler macht. Und das war der Anfang von eDavid. Computer haben früher nur einfache Regeln verfolgt, aber jetzt sehen wir den Übergang zu intelligenteren Systemen, zum Beispiel selbstfahrenden Autos. Wir geben Computern also eine größere Freiheit, sich für ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und das könnten wir weiterverfolgen, indem wir in die Kunst gehen, wo Menschen komplett frei arbeiten und kreativ arbeiten. Und der interessante Teil ist jetzt, das auf Computer zu übertragen, weil das komplett dem widerspricht, was Computer mal waren, also komplett deterministische Systeme, die die gleiche Arbeit wieder und wieder erledigen. Ich habe aber, ich interessiere mich nicht dafür, direkt Bilder malen zu lassen, sondern ich möchte reagieren auf das, was die Maschine macht und zum Beispiel ein Klecks Farbe auf das Bild geben und schauen, was er dann in der visuellen Sphäre macht. Lithografie und ähnliche Kunstrichtungen schaffen nach und nach ihr eigenes Medium, ihre eigene Ästhetik. Der Roboter ist nicht ein einfacher Drucker, sondern eher eine Maschine, die sich selbst überwacht und ihren eigenen Malprozess gestaltet, indem sie Bilder analysiert. Das ist ein großer Unterschied zu anderen Malmaschinen, die funktionieren wie Drucker, die einfach nur ein vordefiniertes Bild erzeugen. Zunächst dachten wir, dass wir diese Feedback-Schleife nachbauen können. Aber dann stellt sich neue Fragen darüber, was für kreative Prozesse am Werk sind, wenn Menschen malen. Der kleine Roboter ist nicht so groß und nicht so beängstigend wie der große. Der große ist wirklich riesig und man kann nicht wirklich neben ihm arbeiten, denn wenn er eine falsche Bewegung macht, dann kann man sich wirklich wehtun. Du kannst ihm nur sagen, füll zum Beispiel diesen Bereich des Bildes aus, damit du parallel etwas anderes tun kannst. Die einfache Frage, was ist Kreativität, ist sehr interessant, weil wir Kreativität nicht wirklich definieren können. Und solange wir das nicht können, können wir sie auch einem Computer nicht beibringen. Die Kombination der gesamten Erfahrung aus der echten Welt, die wir haben, mit einer inneren Welt, die wir in unserer Fantasie haben, beide müssen wir kombinieren in einem Computer, und
dann in irgendeinem Prozess zusammenbringen. Und als Mensch wissen wir, dass Kreativität existiert, aber wie ihr seht, kann ich sie nicht wirklich definieren und schon gar nicht in ein Programm übersetzen. Ein Jahr habe ich japanische Malerei studiert und es war, was ich gelernt habe, ist die Verkörperung des Aktes und wie man den Körper bewegt und wie man Tinte auf Reispapier verwendet. Das kann man kaum kontrollieren. Man kann nicht kontrollieren, wie die Tinte sich auf dem Reispapier verbreitet. Man kann sie nicht auslöschen oder ändern. Man muss sich darauf konzentrieren, wie man seinen Körper bewegt. Und ich denke, einer der interessantesten Punkte für uns war die Diskussion über Kontrolle und den Verlust der Kontrolle in der Malerei. Wir als Informatiker oder Informatiker möchten jeden kleinsten Teil des Programmes kontrollieren können. Die meisten Menschen, die hier hinkommen, glauben, dass wir andere Künstler reproduzieren wollen, aber das stimmt nicht. Wir wollen erkunden, wie Künstler generell arbeiten, was sie für Strategien verfolgen und nicht wirklich Künstler kopieren. Man macht verschiedene Strichen, wie man so damit Fläche erzeugt. Aber das nächste müssen wir aber doch so hier. Bei dieser Fokuspunkte sind wie ein Horizontpunkt oder Augenleben. Ja, weil es nur, im Endeffekt ist es ja momentan eindimensional und eigentlich wäre so ein Beziehungspunkt ja auch, dass du eine Linie haben kannst. Ne? Indem wir einen Roboter programmieren, um zu malen, und zwar mit dir und nicht für dich zu malen, indem wir den Roboter als ein Werkzeug nutzen. Das hat mir geholfen, herauszufinden, wie meine Individualität Teil des Ganzen ist und wie verschiedene Materialien zusammenwirken. Momentan arbeiten die meisten Maschinen vollautomatisch und das fasziniert uns. Man fängt mit irgendwas an und am nächsten Morgen nach 10 oder 12 Stunden Arbeit bekommt man ein interessantes Ergebnis, manchmal jedenfalls. Aber mein Ziel ist nicht, dass die Maschine selber malt. Ich würde gerne zusammen mit der Maschine arbeiten. Mein Traum wäre, dass ich wie in einem artistischen Prozess der Maschine sehr effizient beibringe, was ich auf meiner Leinwand sehen möchte. Ich musste lernen, dass das Beste ist, den einen Künstler seinen oder ihren eigenen Weg mit der Maschine finden zu lassen. Weil es heute noch nicht viele Robotermalereien gibt, ist es schwierig zu sagen, was die Werkzeuge dafür sind. Das heißt, wir müssen lernen, die Kontrolle an die Maschine abzugeben und die Maschine uns an die Hand nehmen zu lassen und zu sagen, das kann ich tun, lass uns loslegen. Und so reagiert man darauf und lernt sozusagen eine neue Sprache. Okay, hallo, vielen Dank, dass ihr gekommen seid.
Wir hatten das Video, damit ihr mal den Roboter in Aktion sehen könnt, weil es schwierig ist, die Maschine hierher zu bringen, um sie live zu demonstrieren. Eine kurze Einführung. Mein Name ist Marvin Gülzow. Ich bin ein Doktorkandidat an der Uni Konstanz. Und meine Aufgabe ist, den Roboter zu bauen. Also wir kaufen ihn und machen dann das Mal-Setup und wir machen das Framework, damit die Künstler autonom mit uns arbeiten können. Ich habe das Projekt geerbt. Thomas Lindemeyer hat die meiste Arbeit gemacht und ich mache jetzt weiter. Und hi, vielen Dank nochmal alle. Mein Name ist Liat Geier und ich bin eine visuelle Künstlerin. In den letzten Jahren habe ich mich darauf konzentriert, wie man visuelle Art mit den Medien heutzutage kombinieren kann. Und die Frage, warum Malerei inhärent was anderes ist als die Bilder, die wir digital sehen. Und deswegen arbeite ich zusammen mit der Universität von Konstanz seit 2016. Und während dieser Zeit wurde die Arbeit des Malens so das der Punkt meiner Arbeit. Okay, jetzt gehen wir kurz zur technischen Seite, wie die Maschine arbeitet. Der Name eDavid ist ein Akronym für Electronic Drawing Apparatus for Vivid Image Display. Also wir wollten ihn eDavid nennen und haben was gesucht, was darauf passt. Und das ist der Roboter und im Keller hatten wir ein paar Holzleinwände, mit denen wir versucht haben zu arbeiten. Wir haben Tintenpinsel genutzt, wie in japanischer Kalligrafie und haben das dann weiterentwickelt zu Acrylmalerei und haben dann verschiedene Pinsel und verschiedene Farben benutzt. Und wir machen das an der Uni Konstanz in der Fakultät für Computergrafik, weil es schwierig ist, ein Zuhause für so ein Projekt zu finden, weil nur in der Informatik ist man irgendwie nur so ein nettes Projekt, das nirgendwo hingeht, aber in der Computergrafik ist man da besser aufgehoben. Und das Ziel des Projektes gibt es verschiedene. Eins ist eben autonomes Malen, die Maschine in einem Raum einschließen, Instruktionen geben und dann selber machen lassen und dann hinterher holen wir es ab und das ist fertig. Aber auch ein Werkzeug für Künstler zu geben, also als Assistenten. Wir haben zum Beispiel einen Künstler, der einen Sketch macht und der Roboter kann dann die langweiligeren Details machen oder eben komplett neue nutzen, an die wir gar nicht gedacht hatten, weil wir als Informatiker mehr an die wissenschaftliche Seite gehen, wie es halt funktioniert und nicht so ganz die ganzen künstlerischen Möglichkeiten erforschen. Und das Projekt ist eine Kombination aus Engineering, Robotik, Informatik, Kunst und Putzen, weil es eben auch mal schief gehen kann und dann kriegt man Farbe überall hin und das kann etwas nervig werden. Wir gehen auch auf Ausstellungen, nicht mit dem kleinen Gelben, den ihr im Video gesehen habt, aber wir haben einen anderen, mit dem wir manchmal zur Ausstellung gehen. Es ist ziemlich viel Aufwand, aber vielleicht können wir es auch mal in der Nähe hier zeigen. Die komplette Maschine ist so aufgebaut. Wir haben unsere Leinwand, wo der ganze Malprozess stattfindet. Der Roboter kennt sein Gebiet da und er hat einen Pinsel in seinem Greifarm. Links in dem grün und gelb gehighlighteten Gebiet sieht man die Farbe, also die Farbgefäße, wo der Roboter den Pinsel reintunkt und es gibt auch einen Wasserjet, mit dem man dann den Pinsel putzen kann, also der Roboter. Alles ist überwacht bei der Kamera, die man oben in der links in blau sieht. Das unterscheidet uns von anderen Projekten. Wir haben einen Feedback-Mechanismus, der manche Fehler überwachen kann und auch dann adaptieren kann, reagieren kann.
Und hier seht ihr links oben, womit der Roboter anfängt, mit einem JPEG. Und das gibt man dem Roboter und sagt dann, ich möchte gerne ein paar Farben gemixt in diesen Gebieten. Und dann kann er anfangen zu malen. Am Anfang macht er nur ein paar Pinselstriche und versucht, ein paar Matches zu generieren, also mit Farben. Und dann zum Beispiel hier beim Sonnenaufgang ein paar gelbe Striche, um zu versuchen, das zu imitieren. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber nachdem wir ein paar extra Farben hinzugefügt haben, sieht man rechts, denkt der Roboter, dass es so komplex ist und kann das nicht weiter verbessern, aber bei den roten Feldern, aber den grünen Feldern denkt der Roboter, da kann er es noch verbessern. Also bei der Sonne kann man mehr machen, aber so der vordere Grund, wo der Strand ist, da findet er, dass es passt und dann skippt er die erstmal, bis er zu einer kleineren Pinsel übergeht. Das ist sozusagen unser Live-Debugging-Output, wo man so sehen kann, was passiert. Und das wird dann auch gespeichert und immer wieder wiederholt, mehrere Tage sogar manchmal. Dann bekommt man eben nach vielen Wiederholungen das fertige Bild. Und das ist einigermaßen nah dran an dem Original. Das waren unsere ersten Versuche mit Tinte und man sieht, man hat lange Pinselstriche für den Baum und kurze Pinselstriche für das Gras. Und hier folgt der Roboter nur den Anweisungen. Nach der Tinte gingen wir weiter zu Acrylfarbe und das waren so die besten Resultate, die wir bekommen haben. Einmal ein Gebäude im Hafen von Konstanz und dann ein Auto in der Wüste. Man kann die Details sehen, die auch als im Feedback-Mechanismus genutzt wurden. Man sieht zum Beispiel die Antenne, die ein sehr kleines Detail ist. Und der Prozess ist natürlich noch nicht fertig und es gibt viele Probleme, in die man so reinläuft. Aber das ist wirklich hart zu definieren, welcher Input ist gut für den Roboter, damit er ein gutes Resultat produzieren kann. Wir haben auch viel, was wir vielleicht nicht zeigen, was wir wieder verwerfen. Es war gerade Rede von Zeug, dass wir... Es gab einen Side-Effekt beim Roboter im Automatikmodus. Neben dem... Also wir haben dem Roboter... Der Roboter benutzt also auf kleinem Papier kleinere Pinselstriche und ich fand dieses Papier viel spannendere als das Gemälde, das vom System produziert wurde. Ich habe einen anderen Hintergrund und habe mir diese Bilder immer angeschaut und habe mich gefragt, warum will man das machen? Es gibt also technische Herausforderungen, aber auch Gründe, warum wir das tun, was wir tun. Ich habe meine Ausbildung aus der Malerei hier aus Leipzig. Das ist eine sehr klassische Akademie, der Europäischen Schule. Und ich dachte mir irgendwann, das ist ja alles schön und gut, aber wo komme ich in diesen Diskurs? Ich komme ursprünglich aus dem Mittleren Osten und ich habe einen anderen kulturellen Hintergrund und frage mich, warum wir manche Sachen übernehmen und ich dachte mir, dass das, was ein Gemälde am interessanten macht, sind die Strukturen, die die Logik des Bildes zeigen. Und das kann zum Beispiel mit semantischer Auswertung passieren. Und das ist für den Computer interessant, eine interessante Frage, wie kann man dem Computer die unterschiedlichen Bereiche des Bildes erkennen lassen. Und ich nehme also diese Malereien und interagiere mit ihnen und
füge zum Beispiel Pinselstriche hinzu und gleichzeitig tropft die Farbe und es gibt überall diese kleinen Ungenauigkeiten. Und den Kontrast zwischen sehr organisierten Teilen des Bildes und etwas weniger strukturierten, organisierten Teilen des Bildes. Und manchmal zieht man so weit, bis man denkt, dass wenn man jetzt aufhören würde zu ziehen, wäre die Gravitationskraft entweder sehr stark oder es würde sogar zerreißen. Und deswegen ist es sehr schön, mit einem Computergrafik, mit der Computergrafikabteilung zusammenarbeiten. Und this is the first thing of recording of movement. And we have today, not today, for many years already. Heutzutage und schon seit vielen Jahren benutzen wir diese Computerästhetik schon in der Musik, aber Malerei lässt uns jede Aktion aufzuzeichnen und wieder abzuspielen. Und diese Malereien fand ich sehr interessant und sie waren Teil meiner frühen Arbeit, wo ich verschiedene Parameter nehme, die sehr einfache geometrische Strukturen erzeugen, um zu sehen, wie man sie zu einer Gesamtkomposition zusammenfügen kann. Und ich habe einfach versucht, diese Ideen zu übernehmen und sie in grundlegende mathematische Gleichungen zu überführen. Ich habe auch erforscht, wie man einen einzigen Pinselstrich verwenden kann und wie viele Pinselstriche man eigentlich braucht, um eine Form zu erzeugen und wie das in die Komposition eingefügt werden kann. Das sind sehr technische Fragen, aber gleichzeitig when an element, when the individual strokes become a spot of pain, so when the one become a group. Gleichzeitig schauen wir, wann einzelne Pinselstriche Teil einer Gruppe werden. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir der Maschine beibringen, wie sie verschiedene Strategien verfolgen kann, dann ist das wichtig. Und ein weiterer Teil ist, wie wir die Pinselstriche mehr organisch aussehen lassen können. Hier seht ihr, dass die Pinselstriche sehr gerade sind. Sie sehen sehr mechanisch aus. Wie können wir also kleine Abweichungen einfügen, dass der Pinsel sich zum Beispiel ein bisschen dreht oder zum Beispiel kleine Details einfügen können, kleine Unfeinheiten. Das ist für mich sehr wichtig, damit sich Menschen mit diesen Bildern identifizieren können. Das ist eine der Spielereien, die ich mit Thomas am Anfang meiner Zeit gemacht habe. Und wir haben das Bild in Masken auseinandergenommen und nur drei Farben verwendet. Und ich weiß nicht genau, wer das ist, aber wir haben verschiedene Strategien verwendet, um diese Bilder herzustellen. Und das hat sich entwickelt in die Das ist eine Frage, die man mit sich in den Diskurs in der Kunstwelt mitnehmen kann. Das ist das klassische Selbstporträt des Malers. Und hier seht ihr die Vorbereitungsphase. Und das ging dann weiter über in die Phase, in der wir das Bild in Masken zerlegen und verschiedene Strategien überlegen. Ich habe hier ein bisschen mit GIMP und einem eigens entwickelten Programm entwickelt und dann haben wir verschiedene Strategien zur Erzeugung des Bildes entwickelt.
Das ist das Selbstporträt von E. David. Wir finden es sehr lustig. Er hat sogar signiert. Und wenn all diese Arbeit erledigt, fragen wir uns trotzdem, warum dieses Bild überhaupt interessant ist. And I'm always like tricking between the elements of making and the elements of the perception und how we see it. Ich bin immer zwiegespalten zwischen der Wahrnehmung und dem eigentlichen Erschaffen. Like how would I say, like the action of making a structure of just a stroke, it's very doodle looking structure that was done by the computer. Und die tatsächliche Struktur der Pinselstriche ist etwas, was ein Computer gemacht hat, aber auch ein Mensch kann es nicht wirklich nachmachen. Und es gibt verschiedene Variationen, zum Beispiel wie oft der Roboter neue Farbe aufnimmt und wie man diese kleinen Manipulationen und Tricks für die Erschaffung eines Bildes schafft, all das ist eine Frage der Pinselstriche. Und wo wir gerade von Pinselstrichen reden, momentan arbeiten wir immer mit sehr ähnlichen Stilen. Weil es sehr schwierig für einen Roboter ist, einen Pinsel zu benutzen. Normalerweise bei anderen Werkzeugen weiß man genau, auf dem Millimeter genau, wo der Effekt eigentlich auftritt, aber Pinsel werden dreckig, sie verformen sich, es ist sehr schwierig, einen Pinselstrich zu simulieren, weil sie so viele Haare haben. Und die Software, die wir für Roboter haben, die Werkzeuge verwenden, funktioniert eigentlich nur mit harten Werkzeugen. Und das ist ein Problem für unsere Malerei und auch für das, was wir an die Künstler weitergeben können, weil es schwierig ist, eine bestimmte Kante im Bild zu definieren, weil der Malprozess diese Kante sehr oft überschreitet, wird die Kante einfach verschwommen. Und deswegen können wir nicht zu viele Details haben und wir wissen nicht genau, welche Nebeneffekte ein bestimmter Effekt haben wird. Das können wir nicht im Voraus kontrollieren, noch nicht jedenfalls. Unsere vorübergehende Lösung dafür ist, dass wir also messen, was unsere Werkzeuge tun können, also mit der Breite und der Verzögerung. Wenn ihr euch das hier anschaut, dann sieht es so aus, als hätten wir einen schönen definierten Mittelpunkt, aber sobald man es benutzt, dann verschwimmt es und man kann tatsächlich, wenn man nicht vorsichtig ist, den Pinsel permanent verformen. Und unsere Lösung ist das hier. Wir haben eine automatische Prozedur, ich werde sie nicht zu genau erklären, aber der Roboter kann Pinselstrichen mit einem bestimmten Druck herstellen und dann nutzen wir unseren Feedback-Mechanismus, um zu messen, wie breit der Pinselstrich bei bestimmten Druckniveaus wird. Und so können wir Pinselstriche reproduzieren, zum Beispiel in diesem Fall. Können wir die Breite kontrollieren? Und wenn ein Mensch der Pinselstrich aufzeichnet, den ihr auf der linken Seite seht, dann können wir den aufnehmen und einen ersten Versuch nachzeichnen. Und dann versuchen wir herauszufinden, was schiefgelaufen ist, wo zum Beispiel wir nicht genug Druck verwendet haben, berechnen eine Korrektur und probieren den Pinselstrich noch einmal. Und das machen wir mit mehreren Iterationen und am Ende kann das Resultat sehr, sehr nett werden. Aber auch hier seht ihr schon einen großen Unterschied. Und indem wir diese Pinselstriche speichern, können wir eine Datenbank aufbauen und später können Künstlern sagen, hey, nimm Pinselstrich Nummer 25 an dieser Position und damit haben wir recht große Kontrolle. Wir können auch
wir können auch den Computer, den Roboter dazu bringen, wie ein mittelalterlicher Mönch Sachen zu reproduzieren. Also bei unserer Arbeit haben wir das um wirklich den Weg der Pinselstriche zu kontrollieren, haben wir versucht, mehr mit Tinte und Papier zu arbeiten, wo man wirklich alles sieht, jeden Strich in Details, und dann kann man verstehen, wie man es besser kontrollieren kann und besser bekommt, was man eigentlich möchte. Und hier seht ihr ein Beispiel, wie man verschiedene Pinselstriche benutzen kann mit Punkten. Also im zweiten guckt man einfach, wie lange man steht, wie das Material reagiert. Also wir reden nicht nur um den Computer und den Strich, sondern auch über das Material. Also die Farbe breitet sich mehr aus, wenn es nasser ist, und die Farbe ändert sich ein bisschen. Und das ändert sich, je nachdem, wie oft man überhaupt in die Farbe eintaucht. Also hier wurde alle 80 Pinsel in Farbe, Striche in Farbe eingetaucht, aber alle 10 Striche wurde nochmal in Wasser eingetaucht. Und dann wurde die Farbe ein bisschen verwässert und die Radien wurden etwas größer, und hier sieht man ein paar drastische Veränderungen. Und für diese Arbeit hat Marvin eine Software für mich gebaut, die Partikel generiert. Und die Partikel werden mit Newtons Gesetzen der Gravität generiert. Und die Frage ist, wie Objekte im Raum reagieren. Und wir können das ein bisschen skalieren in verschiedene Größen und verschiedene Elemente. Und das habe ich benutzt, um eine ganze Installation zu kreieren mit verschiedenen Elementen, und habe verschiedene Teile ausgeführt. Und das wieder Tinte auf Reispapier. Wir zeigen euch nochmal die Unterschiede zwischen verschiedenen Pinseln, und das ändert das Ergebnis komplett, obwohl die gleiche Information genutzt wurde für das Bild. Und der Roboter weiß nicht, welches Material er benutzt. Deswegen wird das manchmal sehr deformiert. Ein ausgebildeter Künstler weiß das, was er machen soll, was er nicht machen sollte, aber der Roboter weiß es nicht, und das erlaubt uns, neue Wege zu gehen und neue Situationen zu erforschen, wenn man vielleicht zu viel Farbe benutzt auf einem Papier. Also diese Arbeiten wurden 2020 kreiert mit Reispapier von diesem Partikelgenerator, und die wurden aufgehängt in einem Raum in verschiedenen Arten, und dann hat man die Möglichkeit, das als ein großes Ding zu sehen, und man kann vorbeilaufen und die einzelnen Elemente angucken, und man kann den Prozess der Herstellung erfahren und entdecken. Und das Ganze wurde dann weiterentwickelt in die Frage, wie kann man das überhaupt erfahren, wie kann man das ausstellen. Und dann wurde entschieden, dass man die Kunstwerke in Rahmen aufhängt, also immer von zwei Seiten. Und dann kann man rumlaufen, und es gibt dann einen Raum, in dem man mehr die Kunst erfahren kann und eben das fertige Objekt anschauen kann. Das ist, wo wir jetzt sind. Aber das Projekt geht natürlich weiter und wird weiterentwickelt. Ein besonderes Gebiet für mich ist Maltechniken, und wir haben einen Stil, den wir gut tun, aber es wäre natürlich schöner, wenn wir besser noch machen könnten, was Menschen machen, weil Menschen ja nicht nur einfach vor der Leinwand stehen und einzelne Striche machen, sondern dass der Roboter auch mehr mixen kann zwischen verschiedenen Techniken und ein bisschen Farbe noch. Und um die Maschine zu bekommen, das zu machen, braucht man natürlich noch mehr
Input von verschiedenen Bewegungen und das ist ziemlich schwierig. Und ich habe schon erwähnt, wir wollen eine Datenbank mit verschiedenen Bewegungen und auch mit verschiedenen Pinselstrichen, damit wir genauer wissen, mit dieser Bewegung bekommen wir dieses Ergebnis. Und dann kann man dem Roboter noch genauer sagen, fokussiere dich nur auf diese Art von Pinselstrich, dann kann man noch den Stil noch ein bisschen besser definieren. Auch in unserem Systemdesign hat man gesehen, dass wir bis jetzt immer so einen Plastikbecher mit Wasser zum Putzen der Pinsel benutzt haben und wir versuchen, bessere Hardware zu bauen, damit der Roboter bessere Werkzeuge benutzen kann, sicherer und vielleicht auch noch mit besserem Ergebnis. Es ist auch schwierig, anderen Code in unser Projekt zu integrieren. Zum Beispiel auch, wenn andere Leute gerne ihren Code mit unserer Maschine ausgeführt haben wollten. Und es hat sich herausgestellt, dass wir sogar Mitstreiter haben in der Universität von Turin. Da wird unser Roboter neu gebaut und dann haben wir zwei dieser Systeme in verschiedenen Orten. Und natürlich gibt es auch noch Machine Learning und wir versuchen herauszufinden, ob es überhaupt Sinn ergibt, Machine Learning zu benutzen, ob es da einen einfachen Weg gibt, Machine Learning zu integrieren. Ist es vielleicht möglich, einige Aspekte zu benutzen, irgendwie Google Deep Learning, ob wir das nutzen können und dann auf unserem Roboter ausführen können. Und die Frage, wer bekommt eigentlich das Copyright, wenn die Maschine was selber macht. Wir hatten einen Professor in unserem Lab und er hat gefragt, wie viel wir eigentlich noch mitmachen, wie viel wir eigentlich noch involviert sind. Weil wenn sobald die Maschine genug tut und Schöpfungshöhe bekommt, dann ist die Frage, wem gehört das Gemälde überhaupt, das da hergestellt wird. Okay, so the work that we've been done, we're still working on. Also die Arbeit hat für mich aufgehört bei der Frage, wie kann ich das benutzen, um mich selbst fortzubilden? Wie ist meine Wahrnehmung von einem Bild? Also wenn ich auf ein Bild gucke, dann gucke ich auf eine Fläche und meine Fähigkeiten sind ja nur limitiert auf die Punkte, die ich erreichen kann. Und die Frage ist, wie kann man dieses Werkzeug benutzen, um größere Werke zu generieren? Wie kann man verschiedene Daten nutzen, um Kunst zu generieren? Vielleicht kann man verschiedene Daten benutzen. Zum Beispiel von Bewegungsinformationen, dass man sozusagen menschliche Bewegung in Pinselstriche übersetzen kann. Die auch noch eine Frage ist, wie kann die Maschine noch mehr organisch werden in ihren Bewegungen und in der Art, wie sie malt. Momentan ist sie sehr deterministisch. Man gibt ihr ein Bild und sie kann es reproduzieren. Oder sie hat eben ist sie determiniert durch einen Algorithmus, den sie nutzt. Es wäre toll, wenn wir zu einem Punkt kommen würden, wenn die Maschine selber Fehler macht, also was in Malerei Fehler genannt wird. So auch die Frage der Interaktion mit der Maschine, mit Reaktionen und Aktionen. Weil dann Raum für Kreativität geöffnet würde. Weil dann kommen neue Aspekte, die einen auch selber sich selbst in Frage stellen lassen und neu erfinden. Das ist, was wir erzählen wollten. Wenn ihr mehr Fragen habt, wir haben ja eine Website der Universität. Wenn ihr mehr von Liats Kunstwerken sehen möchtet, hat sie auch eine Webseite. Wir haben heute so, was wir heute präsentiert haben, könnt ihr auch in unserer Publikation finden, in MDPI, Self-Improving Robotic Brushstroke Replication. Aber also ihr könnt es auf jeden Fall finden online per Google.
Genau, das war unser Talk und wenn ihr Fragen habt, wäre das jetzt die Zeit. Great. I'm actually wondering how you make a robot really ship. At a certain moment you have something like, hey, come on, let me get into this, because isn't it? Because that kind of communication would be interesting. With an assistant, you just kick it and he or she goes away. But E-David, also mit einem, das ist, kann ich umbringen. Das ist nicht nur ein einfacher Assistent, sondern das ist wirklich, ja. Das haben wir in unserem Hackspace auch. Wir haben einen Diamantschneider, manchmal gerät er ein bisschen außer Kontrolle. Frage an Mikrofon 2, bitte. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja kein Drucker, weil man visuelles Feedback bekommt. Genau. So, meine Frage ist, wie kann man das skalieren, also auch weiter als das visuelle Feedback? Also, oder was wären davon auch die Konsequenzen, vielleicht mit sozialem Feedback? Vielleicht. Die Frage ist, ob wir also anderes Feedback einbauen können, also nicht nur visuelle Informationen. Ja, das geht in der Theorie. Momentan haben wir das offensichtlich noch nicht, aber wenn wir dem Roboter sagen könnten, hey, diese Ecke ist nicht gut, die weicht von dem Optimum ab, dann bräuchten wir auch eine Funktion, wie wir sagen können, wie genau das Bild verbessert werden soll, und dann könnten wir auch dieses Feedback einbauen. Also das Schwierige ist immer, eine Funktion zu finden, die ausgibt, wie groß der Fehler ist und wie er zu korrigieren ist. Mit Schwarz und Weiß ist das zum Beispiel einfach. Wenn es zu hell oder zu dunkel ist, dann fügt man einfach mehr hellere oder dunklere Farbe hinzu. Das ist immer eine Frage der Wahrnehmung. Das visuelle Feedback, das wir jetzt bekommen, ist von einem Foto, wo alles gleich skaliert ist, und das überprüft bestimmte Parameter, zum Beispiel die Dunkelheit oder die Helligkeit. Und es hat noch nicht die Möglichkeit, semantische Zusammenhänge zu funktionieren, also zum Beispiel zu sehen, dass, hey, hier habe ich den Baum als Teil des Himmels gemalt, wobei es zwei verschiedene Bereiche sein sollte. Also es sind immer noch Menschen erforderlich, die dem Roboter beibringen, wie genau das Feedback zu interpretieren ist. Davon würde ich wirklich gerne eine Live-Demonstration sehen. Vielen Dank für den sehr inspirierenden Talk. Also ich habe mehrere Fragen, aber ich werde mich limitieren. Meine erste Frage wäre, könntet ihr ein bisschen mehr diesen Aspekt des Säuberns ausführen? Und Frage Nummer zwei wäre, was für jeden von euch die größte Überraschung in diesem Projekt und in dieser Zusammenarbeit? Die erste Frage war also, was es mit dem Saubermachen zu tun hatte. Ich habe das nur genannt, weil es mir die meisten Kopfschmerzen bereitet momentan. Wenn der Roboter also viel malt, dann trocknen Sachen aus und bleiben am Pinsel kleben. Es ist wirklich schwierig rauszubekommen, und dann kontaminiert man damit andere Bilder und alles tendiert zu einer so grauen, braunen Klebrigkeit. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, wie Computer, wie Informatiker früher gearbeitet haben, so unter Laborbedingungen. Und als ich das erste Mal hinkam, dachte ich aber, oh, das ist aber ein relativ sauberes Studio. Natürlich, wenn man mit Maschinen arbeitet und in einer wissenschaftlichen Umgebung arbeitet, dann muss man alles messen. Das heißt, die Umgebung sauber zu halten ist wichtig, damit die Ergebnisse nachvollzogen werden können. Und wäre es dann vielleicht nicht besser, zum Atelier rüberzugehen? Ja, aber die sind in zwei verschiedenen Städten, das ist zu weit weg. Den können wir nicht bewegen, und
wenn ihr auf der linken Seite den Tisch mit den Farben seht, dann ist da auch ein Magazin, wo der Roboter seinen Pinsel auswechseln kann. Und einmal hat sich da zu viel Farbe angesammelt und als der Roboter versucht hat, den Pinsel zu wechseln, dann hat er fast den Tisch umgeworfen. Das ist also irgendwann ein mechanisches Problem. Wenn man vor Ort ist, sieht man viel mehr. Und die zweite Frage war der überraschendste Teil. Für mich war das, als ich angefangen habe, haben wir einen Roboter? Ja, Roboter, können wir ihn benutzen? Ja. Wissen wir, was wir damit tun wollen? Nein, ich hatte keine Verbindung dazu und das war für mich überraschend, in diese Welt hineinzustolpern und auch das ist Teil des Projektes. Number two, please. I also want to have Liat's opinion. Yes. Oh yeah, the surprise. I think from my side it's ich glaube, von meiner Seite ist es sehr ähnlich zu den Teilen von Marvin. Wir kommen aus einer ganz anderen Welt. Wie können wir ähnliche Probleme diskutieren? Und es war eine erfreuliche Überraschung zu sehen, dass wir sehr ähnliche Fragen haben. Wir sehen die Welt aus anderen Perspektiven. Und die, am interessantesten war die Analyse der Struktur. Und zu sehen, wie nah beieinander diese Welten sind. Entropy. Please, sir. Hi. Can the robot make use of some tactile feedback, for example? Kann der Roboter taktiles Feedback nutzen, zum Beispiel den Druck auf der Pinsel? Das haben wir nicht und das ist sehr schwierig, denn die Kräfte, die hier am Werk sind sehr klein und sie können sich auch ändern. Sobald wir zum Beispiel Draht in einen Pinsel einbauen, dann wird das Ergebnis ändern. Also nein, aber wir überlegen, den Pinsel live mit einer Kamera zu überwachen. Aber dann hast du das Problem, dass du zum Beispiel einen grünen Pinsel auf grünem Untergrund hast und die auseinanderzuhalten ist sehr schwierig. Sehr schwierig. As an artist, experimentation is very important. To try to experiment. Für Künstler ist ja Experimentieren sehr wichtig. Dinge zu versuchen, die man nicht geplant hatte. Was passiert, wenn E-David einen Pinsel bekommt, den er vorher nicht kennt? Wenn er einfach einen neuen Pinsel aufnimmt und den zur Leinwand bringt. Das haben wir mehrmals ausprobiert und man lässt ihn einfach weitermalen mit dem visuellen Feedback und es passieren Dinge, die man nicht erwartet hat und die Maschine denkt, oh, das ist aber falsch und versucht es zu korrigieren. Das würde sie wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit machen. Es hat natürlich nicht die gleichen Lernfähigkeiten wie ein Mensch. Die Maschine hat ihre Werkzeuge und weiß, wie sie die Werkzeuge nutzen kann, um ihr Ziel zu erreichen. No, but sometimes I do swear at him or I sure laugh. Aber sie versteht zum Beispiel keine Schimpfwörter, aber manchmal schimpfen wir mit ihr. Was du sagst, ist sehr interessant, denn natürlich ist es gefährlich, weil die Maschine wenig Gefühlsfeedback hat. Aber wenn wir es auf eine kontrollierte Art und Weise machen, wo sie also Begrenzung hat, dann könnten wir also Methoden uns ausdenken, wo sie einfach zufällig malt und das aufzeichnet und in künftigen Experimenten verwendet. Vielen Dank. Ich habe ein paar kunsthistorische Fragen. Erstens, das Konzept von Maler. Das ist ein Konzept, das viele Eigenschaften hat, sowas wie Gender und eben als Autor. Media that isn't marked this way or maybe with painting but differently or how can one change this notion that kind of gets repeated and also I was wondering und die Frage ist, wie kann man da mit dem Roboter arbeiten, auch mit verschiedenen Medien?
und vielleicht in einer Art, die dieses Konzept ändert. Und dann habe ich überlegt über Personen wie John Tingerly, also Personen, die mit Maschinen arbeiten, aber sich als Skulptoren, als painting machine, and of course what you're doing since it's a robot, but how, like if you relate to that tradition. Also die Maschinen benutzen, um Dinge zu erschaffen, und wie ihr dazu steht, zu dieser Tradition. Zu deiner ersten Frage. Ich bin Malerin und für mich ist es wichtig, das zu bleiben, auch wenn das akademische System es nicht mehr als Malerei betrachtet, weil es von einer Maschine gemacht ist. Obwohl ich mit Farbe und Pinseln arbeite, wurde ich direkt an die Video- und Audioabteilung geschickt, obwohl es also nichts direkt damit zu tun hat. Das Projekt, an dem ich jetzt in Italien gearbeitet habe, hat digitale Visualisierung verwendet. Und ich finde es interessant, weil die Interaktion zwischen den Materialien das Wichtigste ist. Und die Maschine ist eine Verlängerung dessen, wie man Technologie für seine eigene Kreativität verwenden kann. Ich versuche, diese Relation zu verwenden, um eine neue Ästhetik zu erschaffen. Obwohl natürlich, als die Kamera in die Kunst eingeführt wurde, wurde Fotografie nicht mal als Kunst betrachtet. Und für mich ist diese Freiheit, die ich jetzt habe, weil ich keine alten Meister habe, die man imitieren muss. Es ist neu. Deswegen kann ich machen, was ich möchte, und niemand kann mir sagen, das ist richtig, das ist falsch, und das ist ein großes Privileg. Für die zweite Frage der Art der Präsentation, ich würde immer noch sagen, ich bin Malerin. Und ich glaube, es gibt einen gewissen Maschinenfetischismus, wo Menschen völlig egal ist, was ein Roboter tut, weil sie denken, boah, ist das cool. Und das ist nett, und man kann, es gibt verschiedene Ebenen der Interaktion, aber es gefällt mir eigentlich nicht. Ich finde das nicht spannend. Ich bin keine performative Künstlerin. Ich möchte eher sehen, wie man Bewegung im stillen Bild repräsentieren kann und wie das der Überforderung, die wir heute haben, entgegenwirken kann. Ich als Künstlerin muss wissen, wer sind meine Zeitgenossen. Ich kann nicht gleichzeitig in Hongkong und Paris sein. Deswegen schaue ich sie auf meinem billigen Telefon an. Deswegen sind es verschiedene Arten, Informationen aufzunehmen. Und ich möchte die Maschine als Werkzeug benutzen, um zurückzuspielen, die Information, die aus dem Computer kommt, und sie wieder weiter zu kommunizieren mit echten Materialien. Ja, almost in the factory of Warhol. But, fast in der Warhol-Fabrik, aber Mikrofon 1 bitte, das sind noch einige Minuten. Vielen Dank für diesen interessanten Talk. Und ich interessiere mich sehr für die Machine Learning-Seite. Da muss man ja irgendwie eine Kostenfunktion oder eine Verlustfunktion definieren, um zu definieren, wie gut das System vorankommt. Und mich würde interessieren, was ihr darüber denkt, so eine Funktion zu definieren. Genau daran arbeite ich gerade, und genau das gibt mir Albträume, denn es ist sehr schwierig. Man versucht, das Problem zu reduzieren, und dann arbeitet man schon mit enormen Einschränkungen. Momentan haben wir überhaupt gar kein Machine Learning. Das erste könnte Reinforcement Learning sein, wo also die Maschine eine Art Vorlage versucht nachzubilden oder ihr sich anzunähern. Und dann wird es sehr schnell sehr vage und sehr schwierig. Wir werden versuchen, das rauszufinden. Also das ist ja die reproduzierende Seite, aber wie ist die künstlerische Seite? Wie definiert man solche Fragen überhaupt?
Das ist eine Frage von dem, was in der Kunst richtig und falsch ist. Das ist ein Problem. Ich glaube, wenn wir was finden würden, dann wäre das beunruhigend, wenn wir sagen könnten, diese Malerei ist 85% Ästhetik. Und ich finde es ein bisschen beängstigend, wie viele Studien es dazu gibt, wie viele Studien Dinge quantifizieren möchten. Es gibt ja keine absoluten Wahrheiten. Es kommt auf den Kontext an. Das ist ein Problem, das wir heute in unserer Gesellschaft haben. Alles wird abgeflacht, alles wird platter und alles. Ich finde das sehr gefährlich. Deswegen ist für mich diese Arbeit mit der Maschine keine Frage, der Maschine Autonomie zu geben, sondern vielleicht kann sie ja lernen, mit dem Benutzer zu arbeiten und die Maschine lernt die Eigenheiten der Person, die sie benutzt. Ich muss mich wirklich entschuldigen, weil wir diesen Vortrag jetzt schließen möchten und ich freue mich sehr auf die neuen Welten, die sich hier öffnen. Aber ich schlage vor, dass ihr die Unterhaltung an einem anderen Ort vorsetzt. Ich möchte Liat und Marvin und E. David danken und Professor und dem beaufsichtigten Professor danken.